Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 43, erschienen am 11. April 2019. Die letzte Episode, die ist schon eine ganze Weile her, da ist eine Menge Leben passiert in der Zwischenzeit. Unter anderem habe ich mich beruflich verändert, dazu später noch ein bisschen was mehr, ganz am Schluss. Aber nach und nach kehrt Normalität ein und die Produktion der nächsten Auf-Distanz-Episode geht voran. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, die ist fast fertig. Das geht jetzt auch wirklich kurzfristig dem Ende entgegen. Jetzt haben wir hier noch eine ganz besondere Episode, die sehr spontan und kurzfristig erscheint. Nämlich, da gibt es einen ganz besonderen Anlass. Gestern, also am 10. April, wurde das erste Bild der Umgebung eines schwarzen Loches veröffentlicht. Da hätte ich nun kurzfristig selber kaum was machen können, aber Rettung nahte, nämlich in Form eines Menschen, in Form von Peter Kohl. Hallo Peter. Hallo Lars. Woher kennt man dich? Woher kennt man mich? Mich kennt man vielleicht von dem Podcast Auf Distanz Goes Baikonur, bei dem ich mit dir und Pablo mitwirken durfte. Oder seit kurzem auch aus meinem eigenen Podcast, dem Botenstoff. Der Botenstoff, ja. Zu finden unter botenstoff.eu. Was machst du da? Botenstoff, das ist der Biologie-Berufe-Podcast. Und da unterhalte ich mich mit Biologinnen und Biologen, die wegen oder trotz ihres Biologiestudiums einen Job gefunden haben. Und da geht es dann darum, wo die so gelandet sind. Ja, das sind jetzt, glaube ich, Stand heute 0 Nummer und 2 Episoden erschienen, ne? Ja, genau. Und auf jeden Fall hörenswert. Ich höre dir da gerne zu und deinen Gästen. Das freut. Auch bei Auf Distanz bist du ja schon einmal ja mit dabei gewesen. In Episode 40 waren wir zusammen beim ESA Open Day 2018 und haben da ja auch ziemlich lange noch drüber gequatscht. Ja, das stimmt. Da freue ich mich auch jetzt schon auf den ESA Open Day 2019. Ja, das wollen wir auch wieder zusammen machen, wenn alles klappt. Jetzt ist ja vorgestern Abend was passiert. Da bist du auf mich zugekommen. Was war da los? Genau, da hatte ich eine relativ spontane Frage. Und zwar habe ich dich da gefragt, Lars, was müsste eigentlich passieren, damit morgen oder die Tage eine Sonderfolge Auf Distanz zum Thema schwarze Löcher erscheint? Und da hatte ich angeboten, dass es an der Universität zu Köln, wo ich arbeite, einen Experten gibt und dass ich den mal fragen könnte, ob der nicht für einen Kommentar zur Verfügung stünde. Ja, und um es kurz zu machen, das hat tatsächlich geklappt und die heutige Auf-Distanz-Episode geht über große Strecken auf deine Kappe, denn du hast das Titelthema gemacht. Ja, das war eine große Freude, ja. Ja, magst du vielleicht über den Gesprächspartner kurz eben was erzählen? Das kann ich gerne machen, ja. Und zwar war ich an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät an der Uni Köln und genau genommen am ersten Physikinstitut Astrophysik. Und da war ich bei der Arbeitsgruppe von Professor Andreas Eckert, der sich mit schwarzen Löchern beschäftigt. Mit dem also mit der Veröffentlichung jetzt hatte er relativ indirekt zu tun. Aber es war so, dass ich vor einigen Monaten war, ist es mittlerweile gewesen, genau genommen war das bei der Pressekonferenz zur Landung von Alexander Gerst. Da hatte ich mich mit einem Journalisten unterhalten und der hatte schon angekündigt, hier so März, April, da gibt es eine große Veröffentlichung zum Thema schwarze Löcher. Dann hatte ich eigentlich eine ganze Weile davon auch nichts mehr mitbekommen, wusste auch nicht, woher er diese Info eigentlich hat. Aber dann habe ich in der Pressestelle mal nachgefragt, ob irgendjemand was davon gehört hätte. Und ein Kollege, der sich häufiger mit Astrothemen auseinandersetzt, meinte, dass er zwar nichts davon gehört hätte, aber er könnte mal unseren Experten an der Uni fragen, der sich damit auskennt. Der würde bestimmt wissen, ob da was dran ist und was da dran ist.
Und darüber ist dann letztlich der Kontakt entstanden. Ja, und dann haben wir gestern ja noch ein paar Fragen zusammengeschrieben. Ein Teil du, ein Teil ich. Und ja, die hast du dem gestern dann im Gespräch ja gestellt. Und ich würde mal sagen, da hören wir uns am besten erstmal das Interview an und danach sprechen wir noch ein bisschen über das Thema. Zum Schluss gibt es dann wie immer nochmal die obligatorischen kurzen Hinweise in eigener Sache rund um diesen Podcast. Durch die Sendung dieses Mal führen Sie Lars Naber und Peter Kohl. Titelthema. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Auf Distanz. Mein Name ist Peter Kohl und ich sitze hier gerade an der Universität zu Köln im Büro von Professor Dr. Andreas Eckhardt. Heute gab es eine besondere Veröffentlichung zum Thema Schwarze Löcher. Herr Eckhardt, können Sie kurz erklären, was ein schwarzes Loch eigentlich ist? Ja, ein schwarzes Loch stellt eine Form der Masse dar, ein Zustand der Masse dar, bei dem die Masse sehr stark konzentriert ist und das Gravitationsfeld sehr groß ist, derart, dass also Licht einem solchen stationären schwarzen Loch nicht entweichen kann. Und wie entsteht ein solches schwarzes Loch? Ja, da gibt es einen einfachen Mechanismus, das ist der Kollaps eines massiven Sterns. Das heißt, wenn der Stern ein Gewicht hat, was größer ist als 1,4 Sonnenmassen während seines Endzustandes, dann wird er kollabieren. Und auf der Geburtslinie der Sterne braucht er 10, 20 Sonnenmassen und dann wird er am Ende seines Daseins zusammenbrechen. Das heißt, der Treibstoff, der Nukleartreibstoff reicht nicht mehr aus, um die Gravitationskraft zu kompensieren. Die gewinnt dann und das Objekt stürzt in sich zusammen. Da gibt es dann zwei Lösungen, Neutronensterne oder bei den ganz massiven Objekten eben schwarze Löcher. Dann gibt es aber noch eine andere Sorte schwarze Löcher, und zwar die, die in den Kernen von Galaxien existieren. Und dort ist die Sterndichte so hoch, dass also eine Vielzahl von Sternen und auch schwarzen Löchern über die Jahrmillionen hinweg agglomeriert, also zusammengeschmolzen sind zu einem supermassiven schwarzen Loch. Und diese Massen betragen etliche Millionen Sonnenmassen. Welche Eigenschaften werden generell schwarzen Löchern zugeschrieben oder was weiß man über die Eigenschaften von schwarzen Löchern? Ja, rein theoretisch haben schwarze Löcher sehr wenige Eigenschaften. Es sind sehr einfache Objekte. Sie haben eine Masse, sie haben einen Spin, also sie können sich drehen und sie können eine Ladung haben. Und das ist dann auch schon fast alles. In Wirklichkeit können sie auch noch wechselwirken mit der Umgebung. Das heißt also, es bilden sich häufig Akkretionsscheiben aus, das heißt Material kommt nahe dem schwarzen Loch und rotiert dann nur das schwarze Loch herum. Dabei heizt sich das Material auf und diese Scheibe leuchtet. Und das ist das, was wir beobachten können. Also das schwarze Loch selbst sehen wir nicht, aber wir sehen seine Wirkung auf die Umgebung. Jetzt gab es ja heute eine besondere Veröffentlichung, die vorher schon angekündigt war und auch eine Weile unter der Hand. Gab es Gerüchte, es würde etwas kommen. Was war denn jetzt heute eigentlich da los? Ja, heute gab es insofern etwas Besonderes, als dass man zum ersten Mal ein Bild von Material in der Umgebung eines supermassiven schwarzen Lochs gewonnen und veröffentlicht hat. Der Nachweis, dass sich dort Materie um ein supermassives schwarzes Loch dreht, und zwar im Zentrum unserer Milchstraße, ist uns selbst mit dem Gravity-Experiment im Infraroten vor wenigen Wochen gelungen. Und jetzt im Radiobereich, also im Millimeterbereich, bei einer Wellenlänge von etwa einem Millimeter, ist mit einem besonderen Teleskop, dem Event Horizon Teleskop, also extra dafür sozusagen gebaut oder zusammengeschaltet worden ist, ein Foto gelungen. Foto kann man jetzt nicht wirklich sagen. Es ist also eine Bildrekonstruktionsmaschine, die da angesetzt worden ist. Wir wissen ja, ein Foto macht man mit einer Linse und die Linse projiziert ein Bild auf einer Leinwand und dann knipst man und dann hat man das Bild. Das ist hier nicht ganz so einfach. Erstmal braucht man eine riesige Linse und da kann man die Erde nehmen. Aber wir können die Erde ja nicht als Linse benutzen, sondern wir platzieren dann auf der Erde viele Teleskope, Radioteleskope, die gemeinsam in eine Richtung schauen und somit eine Linse simulieren. Und die Abbildung geschieht dann im Computer. Das heißt, die Daten werden zusammengefasst und dann knipst man. Also das Knipsen ist etwas komplizierter mit diesen Maschinen.
Aber es funktioniert und man kann also Bilder produzieren mit einer Trennungsschärfe, die so hoch ist, dass, wenn die leuchten würden, man zwei Tennisbälle auf dem Mond voneinander unterscheiden könnte, die nebeneinander liegen. Oder aber man könnte auf einer Küchenuhr die Uhr ablesen. Auf dem Mond. Ach so, eine Uhr. Ja, also so genau ist die Winkelauflösung. Ja, da habe ich auch einen ähnlichen Vergleich heute gelesen. Es wäre, als würde man über den Atlantik hinweg ein Buch lesen können. Ja, ist sicherlich auch so möglich, ja. Ja. Wo ist denn dieses schwarze Loch, von dem das Bild heute gelungen ist oder veröffentlicht wurde? Ja, das schwarze Loch befindet sich im Zentrum einer elliptischen Galaxie, die etliche 10 Millionen Lichtjahre entfernt ist von uns. Und der Name ist M87, das heißt M steht für Messier, ist also ein Katalog, der von einem Astronomen aufgestellt worden ist, Messier. Und der hat also Nebel kartiert oder katalogisiert und da hat es die Nummer 87. Zu welcher Zeit hat er das gemacht? Oh, das war also schon in grauer Vorzeit. Das war also etwa vor 200, 300 Jahren oder so. Ja. Das ist ja schon recht lange her. Aber die Namen sind eben beibehalten worden und es hat auch noch andere Namen. Also es gibt noch New Galactic Catalog und auch drei andere Nomenklaturen. Aber dieses Objekt ist eindeutig bekannt und es hat also einen Kern, aus dem ein Düsenstrahl herauskommt. Und das hat die Forscher schon lange dazu bewogen anzunehmen, dass dort ein supermassives schwarzes Loch existiert, was diesen Düsenstrahl produziert. Und es sind auch Massenmessungen vorgenommen worden. Das kann man machen anhand der Sternbewegungen in unmittelbarer Nähe. Und man wusste also sehr genau, um was es sich hier handelt. Es ist auch eine kompakte Radioquelle dort vorhanden, genau im Zentrum. Und die hat man jetzt bei höchsten Frequenzen, also im 230 bis 340 Gigahertz Bereich, also bei etwa einem Millimeter Wellenlänge, untersucht. Und dieses Array, dieses Netzwerk von Teleskopen, was ich vorhin beschrieben hatte, das reicht also von der Antarktis, da steht also ein Teleskop, bis hinauf nach Nordamerika und auch bis nach Bonn, beziehungsweise das Radioteleskop Effelsberg hat also mitgemacht bei diesen Messungen. Dieser Teleskopverbund, ist der so zum ersten Mal jetzt zusammengetroffen, hat zusammengearbeitet? Solche Teleskopverbünde gibt es schon seit den 60er Jahren. Die hatten angefangen im Zentimeterwellenlängenbereich, das war damals Hochtechnologie, und haben sich jetzt langsam vorgearbeitet in den Millimeterbereich. Es ist nicht ganz einfach, leistungsfähige Empfänger für den Millimeterbereich zu bauen, die dann auch noch sehr stabil sein müssen, damit man die Daten hinterher zusammentragen kann und gleichzeitig sozusagen benutzen kann, um ein Bild zu erzeugen. Das alles hat Zeit in Anspruch genommen und auch zwei besondere Teleskope nehmen hier noch teil, nämlich eins eben in der Antarktis. Das wird gebraucht, damit es sehr weit südlich ist und eine besondere Bildqualität liefert dann. Und eins, das nennt man ALMA, Atacama Large Infrared Millimeter Array. Und das ist ein Zusammenschluss von 50 Teleskopen, die in den Hochanden stehen und die alle zu einem Riesenteleskop zusammengefasst werden können. Es hat also eine große Kollektorfläche und trägt somit erheblich dazu bei, das Signal auf den anderen Basislinien, also auf den anderen Wegen zu den anderen Teleskopen hin zu erhöhen. Die Messungen an sich haben ja vor etwa 2 Jahren stattgefunden. Warum dauert es so lange, bis es jetzt ein Ergebnis gibt? Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund, ein lustiger, trivialer Grund ist, die Daten müssen aus der Antarktis in die bewohnte Welt geschafft werden. Und da es sich da um sehr viele Festplatten handelt, auf die die Daten gespeichert worden sind, kann man sowas nur im arktischen Sommer machen, also in unserem Nordwinter. Und da musste man halt, nachdem die Daten aufgenommen waren, eine Zeit lang warten, ein paar Monate warten, bis die Daten angekommen waren. Dann müssen die zusammen abgespielt werden und da hat man dann also, wenn man eine Vielzahl von Teleskopen hat, eine noch viel größere Zahl von Basislinien, die berücksichtigt werden muss. Und das dauert auch eine Zeit. Und dann ist man soweit, sozusagen die Quelle zu kartieren. Nachdem man die Daten kalibriert hat, also nachdem man Verbesserungen angebracht hat und so weiter.
Und das ist ein sehr delikater Prozess und man hat hier mehrere Gruppen am Werk gehabt, also mehrere Leute haben mit verschiedenen Programmen diese Daten kartiert und dann schließlich gleiche Ergebnisse produziert. Und das wollte man unbedingt haben, weil man vermeiden wollte, dass man hier Widersprüche produziert. Das heißt also, im Detail möchte man gerne die Struktur wiedergeben und das ist jetzt gelungen. Erinnern Sie sich noch, wann Sie das heute veröffentlichte Bild selber zum ersten Mal gesehen haben? Ja, ich habe einem Kollegen über die Schulter geschaut vor einigen Wochen und habe das Bild dann dort gesehen. Das Ganze war also recht geheim gehalten worden, um eben nicht irgendwelche Dissonanzen zu erzeugen. Aber das Ganze ist sozusagen auch bis zum Schluss vertraut gewesen und ist jetzt heute erst veröffentlicht worden. Ja. Ich fand die Pressekonferenz bemerkenswert, zum einen, weil ja an 6 verschiedenen Orten weltweit Pressekonferenzen stattgefunden haben und zum anderen fand ich die Hinführung zu dem Bild sehr gelungen. Als dann das Bild selbst kam, war das für mich auch schon ein Gänsehautmoment. War das für Sie ähnlich? Ja, also Gänsehaut möchte ich jetzt nicht sagen. Es ist ein sehr schönes Bild und es entspricht genau dem, was man erwartet hatte im Prinzip. Und insofern ist es sehr erfreulich zu sehen, dass zum einen die Theorie sehr gut ist und sozusagen Recht behalten hat. Und zum anderen ist es sehr schön zu sehen, dass man jetzt in der Lage ist, Physik zu betreiben in der unmittelbaren Umgebung von supermassiven schwarzen Löchern. In der Tat gibt es genau 2 Objekte am Himmel, bei denen man das machen kann. Und zwar eben M87 und Sagittarius A Stern, das massive schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Das sind die beiden größten schwarzen Löcher. Denn die schwarzen Löcher haben ja eine gewisse Größe, das ist der sogenannte Schwarzschildradius. Das ist die Grenze, jenseits dessen Photonen dann von innen nicht mehr nach außen kommen können. Und bei beiden schwarzen Löchern ist diese Grenze am Himmel scheinbar etwa gleich groß. Bei Sagittarius A Stern ist sie gegeben durch die Masse, 4 Millionen Sonnenmassen und die Entfernung 8 Kiloparsec, also 27.000 Lichtjahre. Und für M87 trifft das auch zu, nur da ist dann die Masse etwa 100 Mal größer. Und die Entfernung dementsprechend auch mehr als 100 Mal größer, sodass die effektiv etwa die gleiche Größe am Himmel haben. Alle anderen supermassiven schwarzen Löcher sind kleiner als die beiden, sodass die beiden sich am besten untersuchen lassen. Und warum hat man sich nicht Sagittarius A Stern angeschaut? Doch, hat man. Daten sind auch schon aufgenommen worden und werden weiter aufgenommen werden. Es hat sich nur herausgestellt, dass die Kartierung hier wesentlich schwieriger ist, weil die Quelle während der Beobachtungszeit stark variabel ist. Denn wie ich vorhin schon angedeutet habe, das mit dem Knipsen ist nicht so ganz einfach. Wenn man nämlich diesen Trick macht, dass man also durch Verteilung von Teleskopen über die Erde hinweg eine Riesenlinse sozusagen simuliert, muss man als Strafe dafür auch hinnehmen, dass man die Erde sich einmal drehen lassen muss, sodass man die optimale Ausleuchtung dieser Linse, dieser Apertur bekommt. Und das dauert typischerweise 8 bis 12 Stunden. Und während dieser Zeit gibt es signifikante Variationen von Sagittarius A Stern. Das heißt, die Struktur ändert sich, während man die Quelle beobachtet. Und das ist schädlich für diesen Knipsprozess. Aber es gibt verschiedene Algorithmen, die da benutzt werden können, um trotzdem Bilder zu gewinnen. Nur das Ganze ist wesentlich komplizierter, als man sich gedacht hat. Aber ich bin sicher, dass ähnliche Veröffentlichungen wie jetzt für M87 in Vorbereitung sind. Auf dem Bild, das veröffentlicht wurde, sieht man ja eben eine dunkle Fläche umgeben von rot-gelben Tönen. Das ist jetzt ja nichts, was man so mit dem bloßen Auge sehen würde. Das Bild ist im Prinzip für uns sichtbar gemacht worden, oder? Ja, also mit dem bloßen Auge könnte man es nicht sehen, es sei denn, das Auge wäre so groß wie die Erde und würde auch im Millimeter Radiowellenlängenbereich empfangen. Ja, dann hätte man eine Chance, etwas Ähnliches sehen zu können, vielleicht. Aber die Struktur ist eben gegeben durch die Massenverteilung und die Geometrie. Das heißt, der Ring, den man da sah, das ist genau dieses leuchtende Plasma, dieses ionisierte Gas, was sich aufgeheizt hat in unmittelbarer Nähe des schwarzen Lochs.
Und dieser dunkle Schatten in der Mitte, das ist sozusagen, es wird gerne bezeichnet als der Schatten des schwarzen Lochs. Da kann man nichts sehen, weil da zum einen nichts ist und zum anderen Licht, was von da kommen würde, von dem schwarzen Loch weggeleitet, weggebrochen oder gebeugt worden ist. Und das heißt, in diesem starken Gravitationsfeld bewegen sie Lichtstrahlen nicht auf einer geraden Linie, sondern sie folgen sozusagen dem gekrümmten Raum, dem Raum, der durch die schwere Masse gekrümmt wird. Und deshalb entsteht da in der Mitte auch unter verschiedenen Bedingungen und Geometrien ein solcher dunkler Fleck. Mit den heute veröffentlichten Ergebnissen, ist damit Einstein eher bestätigt oder eher widerlegt worden? Nee, das ist eine Bestätigung der Theorie, wie ich schon sagte. Und die Theorie schließt Relativistik ein. Und die ist also von Einstein sozusagen initiiert worden. Und bestätigt somit die Einsteinsche Theorie. Obwohl man sagen muss, Einstein selbst hat schwarze Löcher nicht gemocht, ja, weil sie quasi Singularitäten darstellen oder als solche gerne behandelt werden. Und das war etwas Außerordentliches, was ihm gar nicht gefallen hat. Und in der Tat sind die schwarzen Löcher auch zu seiner Zeit unter dem Namen noch gar nicht bekannt gewesen, sondern sind erst dann etwas später zu seinen Lebzeiten sogar, glaube ich, noch als sogenannte Frozen Stars, also eingefrorene Sterne, postuliert worden und in der Theorie behandelt worden und haben dann erst viel später den Namen Schwarzes Loch bekommen. Mit welchen weiteren Veröffentlichungen in dem Zusammenhang ist jetzt in nächster Zeit zu rechnen? Ja, in dem Zusammenhang ist die Welt sehr interessant geworden, weil es jetzt mehrere Instrumente gibt, mit denen man solche Messungen machen kann. Auf der einen Seite haben wir das EHT, das Event Horizon Teleskop im Radiobereich. Und wie gesagt, die Ergebnisse für Sagittarius A-Stern stehen noch aus, die werden veröffentlicht werden. Und ich bin sicher, dass man jetzt auch zum wiederholten Male diese Beobachtung macht, um zu sehen, wie die Strukturen sich ändern. Und das wird also sicherlich sehr viel interessante Informationen liefern, um die Theorie von Akkretion um diese schwarzen Löcher herum zu entwickeln und zu bestätigen. Zum anderen gibt es auch im Infraroten solche interferometrischen Arrays zum Knipsen sozusagen. Und da haben wir auch großen Fortschritt gemacht und können unter anderem für Sagittarius A-Stern auch die Bewegung solcher Komponenten mit dem Gravity-Experiment an den ESO Very Large Telescopes messen. Und das ist uns auch gelungen und dort können wir auch die Physik von Material in unmittelbarer Nähe von schwarzen Löchern untersuchen. Also wir haben mehrere, also mindestens zwei unabhängige Möglichkeiten, solche Messungen jetzt zu machen. Und ich bin sicher, dass da in näherer Zukunft auch noch andere Variationen zu diesem Thema auf uns zukommen werden. An der heutigen Veröffentlichung waren Sie nicht direkt beteiligt. Ich bin auf den entsprechenden Veröffentlichungen zum Teil mitvertreten. Mhm. Weil ich dem Konsortium nahestehe und auch an der Diskussion teilgenommen habe zum Teil. Und insbesondere haben wir auch für Sagittarius A-Stern Beobachtungen im Infrarotbereich parallel zu den EHT-Messungen im Millimeterbereich durchgeführt. Und das wird zu weiteren Veröffentlichungen führen mit Ergebnissen, an denen wir direkt beteiligt sind. Im Übrigen bin ich nicht nur an der Universität zu Köln am Ersten Physikalischen Institut, sondern ich bin auch noch auswärtiges Mitglied des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie, was ja an dem EHT-Konsortium beteiligt ist. Mhm. Die Universität zu Köln ist ja auch beteiligt am Bau eines Teleskops in der Atacama-Wüste. Haben Sie damit mit dem Projekt zu tun? Mit dem Projekt habe ich indirekt zu tun. Ich habe insofern damit zu tun, dass das ein Projekt ist, was über einen Sonderforschungsbereich und auch unterstützt wird und durch Mittel der Universität zu Köln. Und wir betreiben also Forschung dahingehend, dass wir Messungen vorbereiten, Objekte suchen, die dann besonders gut mit diesem Teleskop beobachtet werden können. Und natürlich ein großer Teil des Institutes ist damit beschäftigt, schon die Empfänger und Messinstrumente für dieses Teleskop zu bauen. Wissen Sie, wann das in Betrieb genommen werden wird?
Das wird noch einige Jahre dauern. Das ist immer sehr schwer, das vorherzusehen. Aber wir hoffen alle, dass wir so in einem Zeitraum von größtenordnungsmäßig 4 Jahren das Teleskop sozusagen laufen haben. Nochmal kurz zur heutigen Veröffentlichung. War es in Ordnung, wie die Öffentlichkeit darauf vorbereitet wurde, und ist das Thema so spannend, wie es gemacht wurde? Sind Sie da mit der Öffentlichkeitsarbeit zufrieden, oder würden Sie sagen, es so groß wäre die Besonderheit dann doch am Ende nicht? Ja, da gibt es also verschiedene philosophische Gesichtswinkel, die man genau untersuchen könnte. Ich finde es, sagen wir so, es ist sehr problematisch, so eine große Forschergruppe kohärent zu steuern oder sozusagen zusammenzufassen, dass sie ein Ergebnis produziert. Man muss da vermeiden, dass es zu Reibungen kommt oder dass einige Leute sich missverstanden fühlen und so weiter. Das heißt, der Aufwand hier, um zu koordinieren, ist erheblich. Das führt zu einer etwas starren Darstellungsweise. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass das Ergebnis wirklich sehr interessant ist. Und es auch sehr gut ist, dass dieses Ergebnis sozusagen zu einem Zeitpunkt veröffentlicht worden ist, sodass die Community und die Bevölkerung ein fertiges Ergebnis geliefert bekommt und nicht etwa verloren ist in wissenschaftlichen Diskussionen, ja, sondern das ist sozusagen ein fertiges Ergebnis, was eindeutig ein Bild wiedergibt von einem Phänomen, an dem wir alle sehr interessiert sind, die Wissenschaftler, und sehr lange daran gearbeitet haben. Insofern war die Vorgehensweise eigentlich gerechtfertigt. Sehr schön. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass also es ist dadurch gelungen, eine Aufmerksamkeit zu erzeugen und Leute für das Thema zu begeistern, was eben schwierig wäre, wenn man tröpfchenweise Einzelinformationen dann herausgibt. Ja, genau. Man muss das Format irgendwie achten. Und in der heutigen Zeit, in der also sehr viel Wirbel gemacht wird, und auch über sehr lange Zeit hinweg Wirbel gemacht wird mit verschiedenen Phänomenen, sollte man doch zu einer prägnanteren, klaren Aussage kommen, um den Punkt rüberzubringen. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Für ein anderes Phänomen, für die Gravitationswellenmessung, gab es ja den Nobelpreis. Würden Sie damit rechnen, dass es auch für die Ergebnisse jetzt da einen Preis geben wird? Ich bin nicht das Nobelpreiskomitee, das kann ich also deshalb nicht sagen. Das ist immer eine besondere Frage. Ich würde auch nicht sagen, dass man dem Nobelpreis jetzt eine so exorbitante Bedeutung zuordnen sollte. Es werden einige Dinge da sehr hoch gelobt, aber das sind eben einige Dinge aus einem See von wichtigen, interessanten Erkenntnissen, die von vielen Wissenschaftlern auf der Welt gewonnen werden. Es ist da sehr schwer, durch einen einzelnen Preis irgendetwas eindeutig hervorzuheben gegenüber den anderen Leistungen, die auch noch gebracht werden im Feld. Wenn Sie einen Wunsch hätten, mit welchen weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen in dem Bereich, worauf würden Sie da hoffen? Ja, es gibt noch eine Reihe von Dingen, die interessant sind, und ein paar sind auch noch sozusagen nicht gemacht worden und noch nicht gemessen worden. Eine Sache ist sehr interessant. Wir sind beteiligt an dem James Webb Teleskop, was ja der Nachfolger des Hubble Space Teleskops ist, und in 2021 geschossen wird mit einer Ariane. Und dieses Teleskop wird vornehmlich im mitinfraroten Bereich, also von ein paar Mikrometer Wellenlänge bis zu 30 Mikrometer Wellenlänge operieren. Und Sagittarius A Stern, also das Zentrum des Schwarzen, das Zentrum der Milchstraße und das Schwarze Loch dort, ist auch ein Ziel, ein Target, was wir verfolgen. Und es ist nämlich so, dass diese variable Emission von Sagittarius A Stern im mitinfraroten Spektrum bei 10 Mikrometer und länger noch nicht nachgewiesen worden ist. Das heißt, das ist noch ein unbekannter Teil des Spektrums. Man wird zwar mit James Webb nicht die Auflösung erreichen, wie jetzt mit dem IHT oder mit Großteleskopen vom Boden aus, aber die Klarheit des Spektralbereiches im 10-20 Mikrometer Bereich ist ein wesentlicher Vorteil dieses Teleskops, und ich erwarte, dass wir da interessante Informationen zur Variabilität und zum Kontinuumspektrum von Sagittarius A Stern bekommen werden. Und wenn es wie geplant zur Rückkehr zum Mond kommen sollte,
und man da auch ein größeres Teleskop bauen sollte, gibt es dann auch Hoffnung auf andere Ergebnisse, weil atmosphärische Störungen wegfallen und ähnliches? Ja, der Mond hat viele Vorteile und viele Nachteile. Dann wollen wir nur über die Vorteile reden. Die Vorteile sind, dass auf der Rückseite des Mondes man die Erde nicht sieht. Das hat sehr große Vorteile. Insbesondere den Vorteil, dass man die Radiostörung der Erde dort nicht mitbekommt. Das heißt, man hat da einen besonders leisen Radiohintergrund. Und da kann man dann sehr empfindliche Messungen auch im langwelligen Bereich machen. Und des Weiteren, wenn man dann also die Mondstation zusammenschließen könnte, ja, wenn die nicht nur auf der Rückseite des Mondes sind, sondern auch gleichzeitig mit der Erde gucken können in eine Richtung, mit solchen Stationen auf der Erde, dann hätte man eine sehr große Basislinie, ja, von 380, 400.000 Kilometern. Und das würde ein besonders großes Winkelauflösungsvermögen nach sich ziehen. Und da könnte man dann auch sehr schöne, interessante Messungen machen. Das wird zum Teil heute schon versucht. Es gibt also einen russischen Satelliten, der in diesen Very Long Baseline Netzwerken sich mit einschalten kann im Zentimeterwellenlängenbereich. Und bei dem können schon Teleskopentfernungen von mehreren Erddurchmessern erzielt werden. Und da kann man schon sehr interessante Messungen an diesen Düsenstrahlen, die aus den Kernen von Galaxien herauskommen, machen. Und wir hoffen, dass wir das im Millimeterbereich dann auch mit solchen Satelliten und eventuell mit Mondstationen durchführen können. Mhm. Gibt es jetzt von Ihrer Seite noch einen Punkt, den wir noch kurz ansprechen sollten? Ja, ich bin immer sehr erfreut, dass die Astrophysik in der Lage ist, sehr schöne und interessante Ergebnisse zu produzieren. Und zwar quer durchs Universum, ja, von der Kosmologie angefangen, über die Kerne von aktiven Galaxien bis hin zu extrasolaren Planeten und den Welten, die wir da erwarten können. Und ich finde, es ein sehr faszinierendes Spektrum an Informationen, die man da geliefert bekommt. Und ich finde auch, die Astronomie und Astrophysik ist ein hervorragendes Agens, um sozusagen in die Naturwissenschaften einzusteigen. Und in der Tat, viele Studenten, die Physik oder Chemie studieren, kommen inspiriert über die Astronomie in dieses Fachgebiet hinein. Deshalb halte ich die Astronomie und die Astrophysik auch besonders für förderungswürdig, weil sie die Leute motiviert, Naturwissenschaften zu studieren. Eine Sache, die ich auch immer so toll finde, gerade an so Großprojekten, ist die internationale Zusammenarbeit. Also da zeigt sich einfach, nationale Alleingänge würden nicht funktionieren. Und wenn man zusammen anpackt, dann kann man große Sachen erreichen. Das finde ich immer toll. Das ist richtig. Die Astronomie insbesondere, aber die Naturwissenschaften auch im Allgemeinen und auch die Geisteswissenschaften in vieler Hinsicht, ja, je nachdem, was man dort betreibt, haben ein sehr völkerverbindendes Element in sich. Und das heißt, man trifft permanent Wissenschaftler und Kollegen aus anderen Ländern und von anderen Erdteilen. Und es schrumpft die Erde dann doch zu einem netten Planeten zusammen, auf dem man gemeinsam leben und forschen kann. Das sind wunderbare Schlussworte, finde ich. Vielen lieben Dank für das Gespräch und gern geschehen. Ja, ich bin auf weitere Ergebnisse gespannt. Okay, dankeschön. Danke. Soweit das Interview von Peter mit Professor Dr. Andreas Eckhardt von der Universität Köln. Ja, Peter, was sagst du dazu? Was soll ich sagen? Es war ein sehr ereignisreicher Tag. Ich habe die Pressekonferenz leider auch nicht ganz sehen können, nur in so einigen Ausschnitten. Was ich gesehen hatte, war die Hinführung zu dem eigentlichen Bild. Das war für 15.07 Uhr, glaube ich, angekündigt, weil das Ganze ja weltweit koordiniert an 6 Orten stattgefunden hat. Und da gab es eine sehr schöne Animation, die eben eine Art Reise zu dem Schwarzen Loch gezeigt hat. Und damit endete, dass dann dieses erste Bild der Umgebung erschienen ist. Und das fand ich war extrem gut gemacht und war schon so ein Gänsehautmoment für mich. Und es war dann für mich auch wirklich sehr cool, die Chance zu haben, noch mit einem Wissenschaftler auch zu sprechen und einfach dann ja in dem Einzelgespräch noch mal ein paar Sachen zu vertiefen, noch mal ein paar Sachen zu erfahren. Und es gibt bei diesem ganzen Projekt ja doch einige lustige Geschichten so drumherum, unter anderem die Sache mit dem Datentransport. Und da habe ich eben auch in einem Artikel noch mal was gesehen.
Das war, fand ich, so der beste Übersichtsartikel eigentlich. Der ist bei Spektrum der Wissenschaft oder Spektrum erschienen. Wie hieß er noch? Das Monster zeigt seine Zähne. Genau. Und insgesamt waren das 3000 Terabyte Daten. Das ist schon eine ganze Menge. Und genau, da war eben die Sache aus der Antarktis, dass man eben warten musste, bis man wieder Zugang zur Antarktis hat, um die Festplatten da rausschiffen zu können. Das fand ich sehr spannend. Und ja, also eines der vielen spannenden Themen. Die Pressekonferenz, ich selber habe ja auch nur kurz reinschauen können. Das war halt in der Arbeitszeit. Aber natürlich diesen Moment der Enthüllung, den wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Es gab ja gestern auch mehrfach den Vergleich zu der Veröffentlichung, dass man eben Gravitationswellen detektiert hatte, was auf mich einen sehr großen emotionalen Einschlag hatte an dem Tag damals, als ich diese Pressekonferenz gesehen habe. Aus Gründen, dass ich das mit den Gravitationswellen schon ja sehr, sehr lange theoretisch verfolgt hatte. Ich will nicht sagen seit meiner Kindheit, aber zumindest als Jugendlicher, ist schon eine Weile her. Und das wurde dann plötzlich wahr. Also man hatte es dann definitiv nachgewiesen. Und jetzt gab es so ein ähnliches Ding. Von schwarzen Löchern hat man immer wieder mal gehört. Klar, man geht davon aus, die sind da und man hat eben gewisse Vorstellungen. Es gibt Simulationen darüber, wie so etwas aussehen könnte, wenn man dieses Bild jetzt wirklich mal gewinnt. Und gestern war dann eben dieser Moment und ja, die zeigten diese Animation und dann kam dieses Bild. Ja, und da war man so ein bisschen underwhelmed. Also ich war so ein kleines bisschen underwhelmed bis zu dem Moment, dass es mir klar wurde, ja, das ist jetzt wirklich echt. Ne, das Bild war so nah dran an dem, was man simuliert hatte. Da war jetzt irgendwie nicht wirklich eine Überraschung drin. Mhm. Man hatte die Simulation gesehen, wie könnte es aussehen. Ja, und dieses Bild war jetzt nah dran, nur ein bisschen unschärfer sozusagen. Diese Simulationen, die waren natürlich schärfer und teilweise eben detaillierter. Aber so von der Grundstruktur, ja, das erwartete Resultat. Ja, irgendwie keine große Überraschung. Und dass die ein Bild zeigen würden, das pfiffen ja eigentlich die Spatzen seit Monaten von den Dächern. Mhm. Also auch deren eigene FAQ auf der Webseite vom Event Horizon Teleskop, also von dieser Kollaboration, da steht in der FAQ schon eine ganze Weile drin, ja, im April gibt es ein Resultat. Ja, das würden sie wohl nicht groß bewerben, wenn jetzt, wenn das Resultat jetzt wäre, es hat nicht geklappt und man würde auch nicht 6 koordinierte Pressekonferenzen zeitgleich ansetzen, wenn man nicht irgendwie ein spannendes Ergebnis zu verkünden hätte. Also ja. Es war ziemlich klar, was kommt und ja, drum war es nicht überraschend, aber der emotionale Impact bei mir kam dann eben dann doch in dem Moment, als klar war, ja, verflixt, das ist echt. Mhm. Es ist wirklich ein erstes Bild von einem Phänomen, von dem ich in meinem ganzen Leben immer nur, ja, gelesen, gehört, mehr oder weniger schlechte Filme gesehen habe. Ja, und diese Vorstellung, wie ich will jetzt doch, also gefühlt unendlich weit entfernt dieses Ding ist und was für Dimensionen es hat, wie groß das ist, wie schwer das ist. Ich bin einfach fasziniert von diesen astronomischen Maßstäben. Ja, das Objekt Messier 87, also kurz M87, ist ja so ungefähr 55 Millionen Lichtjahre entfernt. Und auf einigen Aufnahmen davon ist dieser Jet, von dem in der Pressekonferenz die Rede ist, also auch schon so ganz gut, ist der schon ganz gut zu erkennen. Und in dieser Animation führte man eigentlich an diesem Jet in dieser Riesengalaxie M87 immer weiter rein, bis man dann eben zu diesem Kern gekommen ist, der ja ein schwarzer Fleck mit glühendem Plasma drumherum, was dieses Bild, das heute veröffentlicht wurde, dann eben eigentlich zeigte. Also ich finde das ziemlich großartig. Bei schwarzen Löchern gibt es irgendwas, wo du selber dann irgendwo dran denkst? Ich meine, das ist ja so ein ständiges Thema, auch in der Science Fiction, in Filmen und so weiter. Oder ist das für dich einfach ein Objekt wie alles andere auch? Ja, da sind schon immer die Science Fiction-Gedanken sehr naheliegend und dann auch, ja, ehrlicherweise diese oft falsche Vorstellung des mehr oder weniger gigantischen Staubsaugers und das eben, keine Ahnung, ein schwarzes Loch
saugt alles ein und wird alles vernichten. Und dieses Bild ist jetzt ja auch eher nicht so richtig. Es ist so ziemlich überzogen. Aber also daran merke ich einfach selbst, wie sehr der Begriff schwarzes Loch irgendwie von Science Fiction geprägt ist. Ja, da gibt es einen Disney-Film, Das schwarze Loch, der auch nicht gut gealtert ist. Es gibt einen Horrorfilm namens Event Horizon, der auch, ja, muss man mögen. Ja, aber jetzt kriegt das Ding, zeigt es seine Zähne, wie der Artikel sagt. Ja. Also, und man darf sehr, sehr, sehr gespannt sein auf das zweite Resultat von Sagittarius A Stern, das ja auch noch in der Pipeline ist. Genau, und was, also es gibt, glaube ich, noch keinen bestätigten Zeithorizont, wann da was kommen soll, aber es klang so, als wäre das auch nicht so weit entfernt. Ja, den Eindruck hatte ich allerdings auch. Ja. Und ja, ob die dann nochmal so einen riesen Vorlauf machen für das zweite Bild, wage ich mal zu bezweifeln. Das war bei den Gravitationswellen ja im Prinzip ganz ähnlich, dass man sagt so, ja, wir haben noch was gefunden und dann irgendwann eben noch was. Also ja, ja, ich schätze, man hat jetzt wieder ein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten der Astronomie und wird da hoffentlich noch spannende Sachen mit erkennen. Mit Sicherheit, ja. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. ohne dich wäre diese Episode jetzt eben so nicht entstanden. Es wäre wahrscheinlich erstmal eine übergangsweise eine Kurzmeldung geworden und kein Titelthema. Und du hast es möglich gemacht. Danke dir. Ja, sehr gerne. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Auf Distanz ganz nah. In Auf Distanz ganz nah geht es immer um den Podcast selber und da möchte ich jetzt ganz kurz eben ein paar Worte verlieren. Die letzte Episode ist schon eine ganze Weile her, wenn ich mich recht erinnere, war das im Dezember und seitdem ist bei mir privat eine ganze Menge passiert. Ich hatte für das Auf Distanz Goes Baikonur Projekt ja einen Sponsor gefunden, die Firma Bewuta, und bei dieser Firma bin ich seit dem Februar nun angestellt. Und dadurch, dass ich eben eine Einarbeitungsphase hatte und so weiter, ist alles so ein bisschen knapper geworden privat und nach normalisiert sich jetzt alles. Aber im Hintergrund geht es ganz deutlich weiter mit den Vorbereitungen für den Reisebericht vom Projekt Auf Distanz Goes Baikonur. Da gibt es einen definitiven Termin, den 15. Juni. Stattfinden wird das Ganze in Köln, aber da folgt an alle, die es betrifft, dann auch noch eine passende Einladung dafür. Da habe ich eine Werkshalle gemietet und da, die werden wir ein bisschen herrichten und da werden wir dann mit einigen Gästen auf der Bühne sein. Der Peter, der hier heute mit dabei war, der ist dabei, der Pablo Bayern von der Bewuta ist dabei, Martin Rützler ist dabei von radiomono.net, dann Nikolas Wörl und Reinhard Remfort vom Podcast Methodisch Inkorrekt. Marc Litz möchte dort ein bisschen filmen vor Ort und der Marcel, der hat sich bereit erklärt, die Technik zu machen. Das wird also mit Sicherheit ein ganz spannender Abend und ich freue mich da wie irre drauf. Peter, du bist ja auch dabei. Was denkst du dazu? Ich freue mich wahnsinnig auf den Reisebericht. Zum einen freue ich mich, dass wir da nochmal in unseren eigenen Erinnerungen schwelgen dürfen. Ich freue mich aber auch auf die Leute, die da hinkommen. Ich freue mich auf die, mit denen wir auf der Bühne sein dürfen. Und ich freue mich darauf, die ein oder andere Person noch zu treffen, die zugehört hat und uns so nettes Feedback gegeben hat. Also da noch Gesichter zu den netten Worten dann mal zu sehen, das wird großartig. Ja, das ist, ich bin kein Bühnenmensch und bin wahnsinnig nervös zu dieser Geschichte, aber gleichzeitig das Feedback zum Projekt war so schön und die Leute sind so mitgegangen und ich kenne sehr viele der Menschen, die unterstützt haben, nicht persönlich und freue mich aufs Kennenlernen und ich freue mich aufs Wiedersehen mit allen anderen. Das kann eigentlich nur ein ganz toller Abend werden.
Dann möchte ich noch Danke sagen an Ralf und Sven, die ihre Unterstützung für Auf Distanz auch in den vergangenen Monaten nicht eingestellt haben, obwohl nichts gekommen ist. Vielen Dank euch. Es geht hier nun demnächst ganz regulär weiter. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, dass die Folge zum Kennzeitwettbewerb fast fertig ist und die kommt jetzt wieder kurzfristig und danach geht es dann hoffentlich im altgewohnten Raster weiter. Und damit kommen wir zum Ende von dieser Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führten sie Lars Naber und Peter Kohl. In hoffentlich 2 Wochen geht's dann weiter mit der Folge zum Kennzeitwettbewerb. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald. Bis bald.